Kein Buch hat diese Welt so sehr verändert und geprägt wie die Bibel. Die Bibel, dieses Buch der Bücher, ist für uns Christen absolut zentral. Sogar im Koran steht, dass die Christen die Leute des Buches seien. In diesem Video gebe ich dir eine einfache Erklärung, was die Bibel ist. Bleib dran. Wenn ich etwas wissen will, zum Beispiel, warum ein Flugzeug fliegt, dann schaue ich auf Wikipedia nach. Da finde ich eigentlich Antworten auf alle möglichen Fragen. Wenn ich jedoch eine grundsätzliche Frage habe über Gott oder über den Sinn des Lebens, da finde ich auf Wikipedia nichts. Da schaue ich in der Bibel nach. Die Bibel, das ist Gottes Bedienungsanleitung für unser Leben hier auf dieser Welt. Aber sie ist weit mehr als das. Sie ist ein Liebesbrief von Gott an dich. Sie zeigt dir, wie Gott wirklich ist. Sie gibt dir einen Einblick in die Zukunft der Menschheit. Sie zeigt dir, woher du kommst, wohin du gehst, warum du lebst. Wie bei Wikipedia war es nicht nur ein Mensch, der die Bibel geschrieben hat. Die Bibel, die besteht nämlich aus 66 Büchern, an welchen rund 40 Autoren über einen Zeitraum von fast 1500 Jahren mitgeschrieben haben. Doch im Gegensatz zu Wikipedia konnte bei der Bibel nicht jeder, der wollte, mitschreiben. All diese 40 Autoren, die wurden nämlich von Gott berufen und von Gott beim Schreiben inspiriert. Sie schrieben und Gott führte Feder. Die Bibel, das ist also 100% Gottes Wort, seine Botschaft an uns Menschen. Oft wird in diesem Zusammenhang gefragt, ob denn die Bibel wortwörtlich zu verstehen sei oder eher symbolisch. Nun, ich kann dazu nur sagen, jedes Wort in diesem Buch drin ist von Gott. Jedes Wort darin hat seinen Sinn, keines ist überflüssig. Natürlich, du nimmst nicht die Geschichte von David und Goliath und gehst dann mit einer Steinschleuder auf deine Feinde los, sondern du liest die ganze Bibel und du erkennst die Wahrheit, wie du mit deinen Feinden umgehen sollst. Die Bibel, die besteht ja aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Das Alte Testament, das fängt ganz zu Beginn mit einem großen Drama an. Gott erschafft diese Welt, doch wir Menschen, wir wenden uns von ihm ab. Und dann geht's weiter von einer hochspannenden Geschichte zur nächsten. Und überall drin erkennst du dich selbst wieder. Und dann beginnt ungefähr hier das Neue Testament. Jesus Christus kommt auf diese Welt, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Seine Biografie ist für mich und auch für viele andere das Highlight in der Bibel. Und dann kommen ziemlich gesalzene Briefe von Paulus, in denen er uns Christen erklärt, wie wir so leben können, dass es Gott gefällt. Und im letzten Buch der Bibel, hier hinten, gibt uns Gott einen Einblick, wie diese Welt mit einem großen Knall zu Ende geht und wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Nun fragst du, hey, ist die Bibel nicht langsam ein bisschen verstaubt? Ja, sag das mal den Hunderten von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die täglich in der Bibel lesen. Hey, die Bibel, die ist aktueller denn je, denn sie wurde gerade auch für uns Menschen des 21. Jahrhunderts geschrieben. Und sie hilft uns, in diesen herausfordernden Zeiten drin zu leben. All unsere Entscheidungen, die delegieren wir mehr und mehr Google und Co. Wir hören von Google Maps, wir sollen rechts fahren, also fahren wir rechts. TripAdvisor sagt, dies sei das beste Restaurant, also esse ich da. Doch weißt du, für die wichtigen Entscheidungen möchte ich mich nicht von Google lenken lassen. Ich möchte mich von Gott lenken lassen. Er kennt mich durch und durch und meint es gut mit mir. Im Psalm 119 steht dieses bekannte Wort, wo es heißt, die Bibel oder dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Die Bibel erleuchtet deinen Weg in der Nacht, in deinem Alltag. Ja, gibt denn die Bibel auf alles eine Antwort? Ich würde sagen, auf alles Wichtige schon. In welchem Restaurant du essen sollst, das steht da nicht drin. Doch wie du mit deinen Mitmenschen in Krisensituationen umgehen sollst, wie Gott wirklich ist, was für eine Berufung du in deinem Leben hast, wie man eine Beziehung führen kann, eine gesunde Beziehung, über all diese Dinge spricht die Bibel. Nun, die Bibel, die ist jedoch weit mehr als einfach eine Betriebsanleitung für ein gesundes Leben. Sie ist ein Liebesbrief von Gott an dich. Hast du schon einmal einen Liebesbrief bekommen? Dann weißt du, wie gut das tut. Jesus hat mal gesagt, der Mensch, der lebt nicht vom Essen allein, sondern von jedem Wort, das von Gott kommt. Wir Menschen, wir leben von dieser Bibel. Wikipedia erklärt dir vielleicht, wie der Vietnamkrieg abgelaufen ist.
Auf Instagram kannst du sehen, was deine Freunde alles Tolles erleben. Auf TikTok kannst du deine Zeit mit irgendwelchen sinnentleerten Videos verschwenden. Doch die Bibel, sie schenkt dir Leben. In der Bibel zu lesen ist, wie wenn eine Badewanne von neuem, erfrischendem, stärkenden Leben über dir ausgegossen wird. Wir begegnen beim Bibellesen Gott, weil die Bibel eben nicht einfach ein Buch ist. Es ist das Buch des lebendigen Gottes. Doch das Allerbeste, das habe ich mir für den Schluss aufgespart. Und das möchte ich dir jetzt mal vorlesen. Wenn du in der Bibel liest, passiert nämlich etwas ganz Spezielles. Und zwar steht hier im 2. Timotheus, im 3. Kapitel steht, sie, also die Bibel, sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Weißt du, alles in diesem Buch zeigt auf ein großes Ereignis hin, auf den Tod und auf die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus nahm deine Schuld auf sich. Er starb für dich am Kreuz, damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Die Bibel, das ist dein Kompass für den Himmel. Ich habe nun viel über die Bibel gesprochen und jetzt möchte ich dich einfach ermutigen, fang an, darin zu lesen. Am besten fängst du im Neuen Testament beim Markus-Evangelium an. Das ist, wie gesagt, die Biografie von Jesus. Du kannst entweder online eine gute Bibel kaufen, so in Buchform, und die dann lesen, wie ich. Oder du kannst die Bibel auch kostenlos auf deinem Handy lesen, ganz wie du es magst. Auf meiner Webseite schreibe ich dir unter diesem Beitrag noch einige Tipps hin, welche Übersetzungen ich empfehle, auf welchen Plattformen du die Bibel online lesen kannst, etc. etc. Das war's für heute von Antworten aus der Bibel. Teile dieses Video und hilf so mit, dass möglichst viele Menschen mit dem Evangelium bekannt werden. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye.